Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hunger. Ich erzähle euch heute was, das wollte ich euch schon länger erzählen. Passt auch zum GoFest und für alle, die sich noch überlegen, zum GoFest zu fahren, was laber ich da? Sich das Ticket zu holen, weil fahren muss man gar nicht. Man kriegt die Spons dann zu Hause. Ich selber überlege auch noch. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, da habe ich nochmal gefragt, yo, was wollt ihr nochmal sehen zum Abschluss? Was kann ich nochmal alles erzählen, zeigen? Und einer hat dann vorgeschlagen, oder mich daran erinnert, dass ich noch über Relikant reden wollte, 100er Relikant von der Safari-Zone Liverpool. Ich habe keinen bekommen, aber es wäre nicht unmöglich gewesen und ich habe da danach gesagt, das war Dummheit von mir, dass ich den nicht bekommen habe. Und dann wollten viele wissen, was da los, wieso, wie, was, warum. Und ich wollte dann erstmal nichts sagen, weil der Trick hätte auch funktioniert für, also der Trick, was war das? St. Louis? Also auf jeden Fall für die, die danach kamen, die Safari-Zone. Und natürlich für das GoFest. Wäre ich jetzt ein guter YouTuber, dann würde ich das jetzt hinausziehen und euch erst am Ende den Trick sagen, damit ich mehr Watchtime bekomme. Aber falls ihr Ehrenmänner seid, dann schaltet ihr jetzt nach dem Trick nicht ab, sondern lasst es einfach durchlaufen, auch wenn es euch nicht mehr interessiert. Geht euch was zu trinken holen, geht auf die Toilette oder so und lasst es einfach durchlaufen, damit ich meine Watchtime bekomme. Der Trick war oder ist, ihr braucht eine Map ganz normal, die 100er anzeigt, die ist das, also das braucht ihr auf jeden Fall. Und man hat ja ein Ticket gehabt und mit den Tickets hatte man die Event Spawns. Aber jeder, der kein Ticket hat, unter anderem die Bots, die haben einfach noch immer die normalen Spawns gesehen. Wenn jetzt ein Bot, der kein Ticket hat, ich meine, man könnte auch alle Bots oder ein paar Bots mit Tickets aufstellen, aber das würde sich wahrscheinlich nicht rentieren. Wenn ein Bot jetzt einen 100er entdeckt, was weiß ich, Radfahrts 100, dann ist das für uns natürlich kein Radfahrts 100, weil wir ein Ticket haben. Aber für uns ist es trotzdem 100er. Aha, es ist nur ein Event 100er dann, weil wir ein Ticket haben. Sprich, alle 100er, die gemeldet werden oder gemeldet wurden, bezüglich zum Beispiel Samstag, da wo Safari Zone Liverpool war, die hätte ich abchecken müssen und da wäre auf jeden Fall ein 100er Relikant mit dabei gewesen. Deswegen, und das habe ich an dem Tag nicht dran gedacht und zufällig haben wir das dann am Sonntag entdeckt, aber da hatte ich mein Ticket nicht mehr. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, man muss halt nur drauf kommen und ich glaube nicht, dass jetzt wir mit unseren 2.000-3.000 da irgendwie dafür sorgen, dass Niantic das umstellt, dass dieses Video hier Niantic Hauptquartier erreicht und Niantic sich denkt, oh Mist, wir müssen das umstellen, damit die keine 100er jagen können oder so. Ganz ehrlich, das wird nicht passieren. Ja, so habe ich 100er Relikant verpasst. Lithomat. Der kommt aber jetzt während irgendeinem Käfer-Event nochmal. Also da kommt sicher ein 100er. Und Barschuf. Aber Barschuf kam 2-3 Tage danach. München nochmal ein 100er. Den habe ich zum Glück erwischt. Also nur 100er Relikant sozusagen verpasst. Dementsprechend muss ich mal schauen, was für GoFest angekündigt wird. Tag 2 ist geheim. Bringt uns jetzt nicht so viel. Kaumalat auf jeden Fall. Sprich, man kann sich einen 100er Kaumalat gönnen. Und ja, der Rest ist nicht so interessant. 100er IV-technisch für mich, weil das, was bisher so auf den Bildern zu sehen ist, das habe ich alles schon. Deswegen bin ich noch unentschlossen. Ich habe mein Fazit zur Safari-Zone in Liverpool abgegeben. Das Ticket von zu Hause, ja, man spart sich Geld, man spart sich Reisekosten, Fahrtkosten, Übernachtungskosten und sowas, aber es ist kein Ereignis. GoFest, Safari Zone, das waren immer Ereignisse, das war ein Wochenende, das die ganzen Leute treffen, es war ein cooles Event. Und ohne, einfach nur zu Hause, ist es kein Event mehr für mich, sondern einfach nur ein Grind-Tag. Einfach nur ein Tag, wo du sinnlos einfach den ganzen Tag Pokémon fängst. Spaß hat das nicht wirklich gemacht, du hast niemanden getroffen, also deswegen überlege ich, weil, ja, du kriegst halt neue Shinies, Safari-Zone-Shinies, GoFest-Shinies und potenziell ein paar gute 100er jetzt, vor allem mit diesem Trick. Deswegen überlege ich noch, ich muss halt auch überlegen, muss halt für mich selber entscheiden, kaufe ich das Ticket, weil ich wirklich will, weil ich Bock drauf habe, oder kaufe ich das, weil das immer noch so Zwang ist, weil ich nichts verpassen will und weil das immer noch tief irgendwo in mir verankert ist, yo, ich darf nichts verpassen. Ich muss es sagen, weiß ich nicht. Das ist ja die große Frage. Aber um ehrlich zu sein, bisher nichts allzu Interessantes. Ja, das 100er kommen, aber ganz ehrlich, der wird so oft noch kommen danach. Also Spezialforschung wahrscheinlich, dieses bunte Reh. Aber Tickets sind unbegrenzt, also
kann man sich noch Zeit lassen und da noch in Ruhe überlegen und schauen, was da noch alles kommen wird, angekündigt wird. Und dann buchstabentechnisch, wenn da ein neuer Buchstabe auftaucht. Wobei, den kann ich mir auch eigentlich tauschen. Also, ja, mein Interesse ist nicht so groß an der am GoFest. Werde ich es wahrscheinlich kaufen. Wahrscheinlich bin ich immer noch so süchtig, dass ich es kaufen werde. Seien wir mal ehrlich, aber ich weiß nicht. Ich meine, um ehrlich zu sein, ich habe Safari Zone in Liverpool echt. Klar, ich habe den 100er verpasst. Hätte ich den 100er Relikant, hätte ich gesagt, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich habe es halt echt nicht genossen. Ich habe es echt bereut zu kaufen. Gekauft zu haben. In dem Sinne. 16,9 kostet das Ticket, glaube ich. Ist schon nicht ohne. Ja, man kriegt seine Shinies. Also wer scharf auf die Shinies ist, der kann sich das auf jeden Fall gönnen. Man kriegt die Spezialforschung. Es sind diesmal 2 Tage. Ist auch nochmal doppelter Wert, also. Jetzt rede ich mich doch wieder rein. Schreibt gerne unten in den Kommentaren, ob ihr euch ein Ticket kauft. Und wie gesagt, falls ihr eine Map am Start habt, in eurer Stadt, dann könnt ihr auf 100er Jagd gehen und euch die Event 100er gönnen. Was auch immer das dann für Pokémon sein werden. Garantiert wahrscheinlich kaum mal laut, weil der ist auf dem Bild zu sehen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Serious Business.